Bauchschmerzen hat ja jeder schon einmal gehabt und die Frage ist immer, was ist die Ursache für die Bauchschmerzen? Und genau diese Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Schulze und ich danke dem Ingemar, dass er da ist. Hi! Und seinen Bauch zur Verfügung stellt, wo wir das heute erklären wollen, wie es mit den Bauchschmerzen tatsächlich aussieht. Was sind die wichtigsten Fragen beim Thema Bauchschmerzen natürlich? Erstens mal, seit wann haben Sie die Bauchschmerzen? Wo haben Sie Bauchschmerzen und wie sind die Bauchschmerzen? Sind die Bauchschmerzen immer kontinuierlich da? Sind sie vielleicht nach dem Essen besser oder schlechter? Sind sie so kolikartig, kommend und gehend? Haben Sie noch Übelkeit oder Durchfall dabei? Dann ist vermutlich die häufigste Ursache, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, eine Magen-Darm-Grippe oder eine Magenverstimmung bei ungeeignetem Essen, was Sie aufgenommen haben. Oder jemand in Ihrer näheren Umgebung hat es auch gehabt und hat Sie freundlicherweise angesteckt. Das ist dann meistens so, dass Sie dann erst die Übelkeit haben, weil der obere Teil des Magen-Darm-Trakts befallen ist. Im weiteren Verlauf wandert der Keim und die Krankheit dann durch den ganzen Magen-Darm-Trakt 6 Meter durch bis zum Enddarm. Dann haben Sie unter Umständen noch einen Durchfall wenig später. Das Ganze ist dann aber, wenn es ein Virusinfekt ist, in der Regel nach 24 bis 48 Stunden rum und vorbei. Und ansonsten, wenn es keine Magen-Darm-Grippe ist, dann gucken wir uns jetzt anhand einer Untersuchung mal an, was noch weitere Ursachen für Ihre Bauchschmerzen sein können. Und wenn ich als Arzt auf den Patienten zugehe und gucke mir den Bauch an, dann fange ich meistens hier unter dem Rippenbogen links oben an, bitte den Patienten mal tief einzuatmen. Dann schiebt sich hier unter meinen Fingern die Leber nach vorne. Da kann natürlich eine akute Leberentzündung ein Problem sein oder hier in dem Bereich rechter Oberbauch auch eine Gallenblasenentzündung, was sehr häufig ist. Wenn ich dann hier in der Mitte drauf drücke, dann bin ich auf der Bauchspeicheldrüse, die entzündet sein kann, auch durch einen Gallenstau in den Gallengängen, genauso wie die Gallenblase natürlich auch. Davor liegt dann natürlich noch der Magen mit einer Magenschleimhautentzündung oder hier oben mit einer Speiseröhrenentzündung. Ich kann hier nochmal tief einatmen lassen. Dann kommt so ganz wenig nur in der Regel die Milz an meine Finger heran. Da kann ich unter Umständen eine Problematik an der Milz haben, eine Vergrößerung durch einen Virusinfekt. Häufig bei Epstein-Barr-Virus ist die Milz vergrößert, also bei pfeifischem Drüsenfieber oder bei einem Zytomegalie-Virus, das dann auch mit Durchfall assoziiert ist. Aber auch bei vielen anderen Viruserkrankungen können sowohl die Leber als auch die Milz schmerzhaft vergrößert sein. Wenn ich hier hinten weiter runtergehe, habe ich hier in dem Bereich den Dickdarm und das Sigmoid bis zum Enddarm. Hier kann der Schmerz bedingt sein durch eine Sigma-Divertikulose, eine Verstopfung oder eine Sigma-Divertikulitis. Das ist die Entzündung dieser Aussackung, die man am Darm haben kann. Dann in der Regel aber nicht mit Durchfall vereinbar, sondern in der Regel liegt dort eine Verstopfung vor. Wenn ich hier weiter unten hingehe, habe ich bei den Frauen natürlich noch die Eierstockentzündung, die ein Problem sein kann. Oder auch eine Blasenentzündung, die häufiger bei der Frau auftritt. Dann habe ich einen Druckschmerz hier im unteren Mittelbauch. Hier links zwischen diesem knöchernen Fortsatz und dem Bauchnabel in der Mitte ist der sogenannte McBurney-Punkt. Wenn jetzt hier ein starker Schmerz vorliegt, dann ist das natürlich eine Blinddarmentzündung in erster Linie. Es kann natürlich auch eine Entzündung des Dickdarms sein im Rahmen von Durchfall, den ich habe. Dann kann der gesamte Dickdarm, der im Grunde genommen hier so quer rumliegt und 1,60 Meter lang ist, entzündet sein. Wenn ich hier weiter hochkomme, wieder, dann kann in diesem Bereich natürlich auch der Zwölffingerdarm entzündet sein, mit einem Zwölffingerdarmgeschwür, was dann entsprechende Probleme macht, oder aber auch ein Magengeschwür kann Probleme machen. Dann ist der Stuhl unter Umständen bei einer Blutung schwarz oder es ist sogar frisches Blut dabei. Wenn hier hinten eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vorliegt, wie beispielsweise Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, das muss man den Patienten fragen. Natürlich muss man dann auch ausschließen, dass nicht eine Hämorrhoide da ist, die noch stark blutet bei dem entsprechenden blutigen Durchfall, was auch passieren kann, weil das so ähnlich ist wie bei einem Schnupfen. Ich habe dann einen total starken Ausfluss aus der Nase, habe hier entsprechend viel Durchfall und dann ist die Schleimhaut gereizt. Die Schleimhaut ist etwas empfindlich und das eine oder andere Blutgefäß reißt dann ab. Jetzt haben wir die ganzen Organe besprochen, in die wir primär denken, haben wir aber jetzt kolikartige Schmerzen auf einer Seite, links oder rechts, und die sind so ein bisschen in den Rücken ausstrahlend. Dann müssen wir natürlich auch an die Nieren denken, die auch dort sind. Und da kann natürlich auch ein Nierenstein ein Problem sein. Dieser Nierenstein kann in dem entsprechenden Harnleiter sitzen und kann dort auch eine kleine Blutung verursachen. Das heißt, dann ist der Urin auch etwas orange verfärbt. Und manchmal hört man dann auch, wenn der Stein abgeht,
dass es so Klick macht in der Toilette, dann ist er meistens draußen. Sollte das nicht der Fall sein und sie krümmen sich vor Schmerzen und die sind kolikartig, kommen und gehen, das ist natürlich ein akuter Notfall. Ähnlich wie die Gallenblasenentzündung, ähnlich wie die Bauchspeicheldrüsenentzündung, ähnlich wie die Blinddarmentzündung, dann sollten Sie sich auf jeden Fall umgehend beim Arzt vorstellen, dann auch rund um die Uhr bitte ins Krankenhaus. Denn was dann ganz entscheidend und wichtig ist für die Differentialdiagnose, also um herauszufinden, was jetzt tatsächlich die Ursache ist, sind Blutwerte und bildgebende Verfahren. Das heißt, man macht hier dann erstmal einen Ultraschall von dem Ganzen, gegebenenfalls noch ein CT bei einer schlechten Beurteilbarkeit im Ultraschall und guckt dann auch im Urin nach, was dort nachweisbar ist und hat dann den gesamten Bauchraum vernünftig untersucht. Wie Sie gesehen haben, sind die Ursachen für Bauchschmerzen sehr, sehr vielfältiger Natur. Wenn Sie natürlich eine normale Magenverstimmung haben mit etwas Übelkeit, Durchfall und Grummeln im Bauch, dann kann man das durchaus mal versuchen mit Tee und Zwieback selbst zu behandeln. Ansonsten sollten Sie, wenn Sie akute Schmerzen haben, die Sie sehr stark einschränken, zeitnah, möglichst auch nüchtern, sich bei Ihrem Hausarzt oder dann zur Unzeit in der chirurgischen Notaufnahme vorstellen, um sich untersuchen zu lassen, um entsprechend eine Gallenblasen, eine Bauchspeicheldrüsen oder eine Blinddarmentzündung oder auch eine Dickdarmentzündung, eine schwerwiegende mit Blutungszeichen auszuschließen und dann entsprechend effektiv unter anderem auch durch eine Operation behandeln zu lassen. Da sollte dann auch Eile geboten sein. Haben Sie eher ein chronisches Leiden und sind beim Gastroenterologen durchuntersucht worden und da ist nichts rausgekommen, dann kann ich Ihnen nur als Manualtherapeut empfehlen, lassen Sie sich nochmal Ihre Wirbelsäule angucken, denn auch die Wirbelsäule kann letzten Endes durch Blockierungen der Wirbel zu Schmerzen führen, die dann entsprechend von der Seite nach vorne in den Bauchraum ausstrahlen und dort entsprechende Schmerzen verursachen kann. Da wird oft nicht dran gedacht und man läuft dann im Kreis und kommt zu keinem Ergebnis. Das ist aber auch noch ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Und ansonsten kann ich Ihnen von unserem Kanal noch empfehlen, das Video zum Durchfall oder unser Video zum Thema Blinddarmentzündung, wo wir das nochmal explizit Ihnen erklären. Ansonsten sage ich an dieser Stelle danke Ingmar. Und wenn Sie noch Fragen haben zu dem ganzen Thema, können Sie die gerne hier unten hinterlassen. Aber wenn Sie ein Notfall sind, gehen Sie statt hier zu kommentieren lieber gleich ins Krankenhaus. Und ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Gerne geben Sie uns einen Daumen nach oben und empfehlen den Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.